Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Ergänzungsvideo zu meinem letzteren Update-Preview von Planetary Annihilation. Ja, wir sind sogar schon eine Versionsnummer weiter. Wir sind jetzt sogar bei der Version Beta 5.4.6.9.6. Und damit seht ihr auch, was ich meine, dass die Entwickler Tag für Tag am Arbeiten sind an diesem Spiel. Da kommt echt immer irgendwas Neues. Das war jetzt nur ein kleines Update. Damit haben sie nur ein paar kleine Sachen gefixt, ja. So ein bisschen nachgepatcht. Da ist es nichts Großes dabei gewesen. Ja, auf jeden Fall, warum ich dieses Video hier mache, ist, weil im letzten Video habt ihr gesehen, ich wollte ja einen Planeten mit dem Mond zerstören. Das hat auch funktioniert, hat nur arg gelaggt und man hat eigentlich gar nichts gesehen. Und deswegen habe ich jetzt schon mal ein bisschen rumprobiert und habe jetzt ein experimentelles System erstellt. Experimental heißt, wir haben mehr als zwei Planeten im System. Ich habe jetzt hier unseren Heimatplaneten, auf dem wir gespawnt sind. Die KI ist auch hier, die... Na, die macht eigentlich gar nichts. Und dann haben wir jetzt noch einen Mond. Den haben wir hier, den habe ich auch schon bebaut hier. Da sind die fleißigen Arbeiter hier. Ja, da haben wir diese Antriebe gebaut. Und jetzt habe ich natürlich noch einen zweiten Planeten reingebracht in dieses System. Um, dass wenn wir jetzt mit dem Mond, ja, wenn wir jetzt mit dem Mond unseren Heimatplaneten angreifen, also um den gegnerischen Commander zu zerstören. Also wenn man das macht, diesen Mond auf den Planeten schickt, dann ist der Planet komplett futsch. Dann ist nicht nur hier so eine, wie die Explosionswelle, wie ihr die gesehen habt, nur der halbe Planet. Nein, der komplette Planet ist dann futsch. Also sobald ihr einen Mond auf einen Planet wirft, ist dieser Planet futsch. Und wenn ihr nur zwei Planeten habt, also jetzt eine Erde und einen Mond, dann ist das Spiel halt vorbei, das ist klar. Deswegen sind wir da auch direkt in der Nachbesprechung gelandet, weil der Planet dann halt futsch ist, ja, und wir keinen anderen haben. Und ja, deshalb mache ich jetzt... ein experimentelles System hier mit drei Planeten und wir werden jetzt diesen Mond hier nehmen und direkt auf diesen anderen Planeten da hinten schicken und das probieren wir jetzt aus. Ich hoffe, es passiert auch alles ohne Lags und ich muss jetzt nur gucken, dass ich die Planeten nicht vertausche. Ja, das ist unser Heimatplanet, genau. So, jetzt nehme ich den Planet hier, den Mond, na komm. Achso, nee, das muss ich ja hier oben auswählen, stimmt. So, der Mond. Annihilate. So, jetzt gehen wir auf den anderen Zielplaneten. Ich hoffe so, es wird nicht laggen oder so. Also experimentell, ne Leute, es könnte zu Lags kommen oder könnte sogar das Spiel abstürzen. Wer weiß. So, ich mache jetzt mal einfach Target, mache ich jetzt mal, komm, wir machen es mal hier hin. So. Und jetzt machen wir Engage. Okay. Engaged. Ihr seht rechts oben, ja, Mond ist engaged, ja. Der fliegt auch ziemlich schnell gerade. Ja, der bewegt sich schneller als sonst. Das dauert jetzt ein bisschen, bis er hier angekommen ist, aber der versucht ihn auf jeden Fall aufzuholen. Ja, der fliegt sehr, sehr schnell. So, dann gehe ich jetzt mal in den Planeten hier in die Ansicht rein. Jetzt müssten wir den Mond eigentlich von da hinten kommen sehen. Ja, da kommt er. Da seht ihr ihn. Und hoffentlich laggt es jetzt nicht, weil ich will das ja selber mal komplett sehen, ohne dass ich dann direkt in der Nachbesprechung lande oder irgendwie das Game abstürzt oder was auch immer. Ich meine, das Spiel heißt Planetary Annihilation und jetzt wollen wir es mal versuchen. Aber was macht der Mond da? Was macht er da? Der fliegt hier um die Sonne rum. Warum? Ja, anscheinend muss er erstmal ein bisschen Schwung bekommen oder verlässt jetzt genau hier seine Umlaufbahn. Weiß jetzt nicht, wie er da vorgehen wird, der Mond. Wenn ich jetzt auf den klicke, ja, der ist engaged, also ich könnte ihn jetzt auch nicht nochmal losschicken. Aber anscheinend nimmt er jetzt seine Laufbahn, ja, direkt auf dem Planeten. Ja, ja, ja. So, wo ist der Mond? Wo ist die Sonne? Da ist der Mond. Der Mond kommt. Der Mond kommt. Er kommt immer näher. Ich bin gespannt. So, da ist er. Im rechten Bildschirmrand seht ihr ihn. So langsam kommen. Und... Oh... Wo ist er jetzt? Ah, lol, habt ihr das gesehen? Okay, das ist halt Beta, ja. Aber der Mond hat erstmal so die Umlaufbahn versucht, von diesem Planeten zu ergreifen. Dann ertönen die Alarmglocken und dann geht er in seine Position, dass er auch genau das Ziel trifft, was ich ihm markiert habe.
Ja, da fehlen halt noch so etwas die Übergänge und alles, ja, auch die Antriebe und so. Das kommt ja noch alles, ist Beta. So, und jetzt seid gespannt auf die Explosion. Yeah! So muss das sein, so muss das aussehen. Geile Explosion, ja. Dem Planet an sich ist noch nicht viel passiert. Oh doch, hier ist ein Krater entstanden. Irgendwie so ein halber Krater. Oder ist es. Nee, das ist echt der Krater von der Explosion her. Weil, wenn ihr jetzt ein bisschen zurückspult im Video, könnt ihr euch daran erinnern, dass hier eigentlich Land war. Und hier ist jetzt Wasser, weil wir den total gedamaged haben hier den Planeten. Also hier sieht man schön den Einschlag. Und ich habe hier jetzt auch keine Units mehr drauf. Ich hatte eben hier eine Orbital Unit hier an diesem Planeten. Aber die ist weg. Ich glaube, wir können den Planeten jetzt auch nicht mehr anfliegen. Ich weiß es jetzt gar nicht. Ich müsste es probieren. Aber ich denke, meines Erachtens nach ist der Planet futsch. Denn auch die orbitalen Units sind weg. Ich kann es ja mal probieren. Komm, ich hole mal ganz schnell hier alle Arbeiter, die ich habe, an dieses Teil hier. Schnell mal so eine Kapsel bauen. So, wo haben wir denn noch ein paar freiwillige Helfer? Bauen wir mal ganz schnell hier so eine Kapsel und schauen wir mal, ob wir da jetzt drüben auf dem Planeten landen können. Wenn das geht, dann kann ich das Ganze jetzt so langsam verstehen. Dann heißt es wohl so, dass wenn man einen Planeten mit einem Mond beschmeißt oder mit was auch immer, halt mit der Planetenattacke, die super, super Waffe, dann ist die Explosion nicht nur in dem Radius, in dem wir ihn grafiklich gesehen haben, sondern die Explosion geht über den ganzen Planeten hinweg. Zerstört alle Einheiten, ob sie jetzt von der Explosion auf der anderen Seite vom Planeten sind oder auf dieser Seite, ist egal. Oder ob sie im Orbit schweben, das ist auch scheißegal. Die gehen alle kaputt. Definitiv gehen alle kaputt. Nur jetzt ist halt noch die Frage, nachdem hier alles zerstört wurde, kann man diesen Planeten jetzt nachträglich nochmal besiedeln? Oder ist er jetzt einfach futsch, Todeszone oder wie? Das wollen wir jetzt sehen. Deswegen habe ich hier ein paar Arbeiter gebaut. Die sollen jetzt mal hier alle schnell, ganz schnell dieses Gebäude supporten. Aber ich denke, wie es aussieht, kann man den Planeten noch weiterhin benutzen. Muss ihn nur neu ansiedeln. Also neu besiedeln. Und dann kann man auch schon wieder loslegen. Nur der Mond, der ist weg. Der ist verschwunden. Der ist klar. Der ist Fujiyama, ne? Den gibt es jetzt nicht mehr, den Mond. So, komm, da holen wir nochmal das Kapselchen hier. Jawohl. So, da haben wir das Teil. Komm. Dann soll er mal schnell was einladen. Dann können wir mal den Commander einladen. Genau, das ist jetzt eine Neuerung dieses kleinen Patches, der jetzt hier nachgereicht wurde. Man sieht jetzt nämlich die Icons, dass ich jetzt hier so ein Beladen-Icon hier habe, wenn ich dieses Ding hier ausgewählt habe. Ja, das ist auf jeden Fall neu. Das hatten wir in der älteren Version von meinem Update-Preview noch nicht. Also auf jeden Fall nachgepatcht worden. So, jetzt nehmen wir diesen Astraeus und fliegen mal hier rüber zu dem Planet. Am besten mal fliegen wir mal genau hier hin. So. Der dürfte jetzt unterwegs sein. Das kann natürlich immer ein bisschen dauern, ne? Bis der hier jetzt. Der verlässt jetzt hier so langsam kreisend die Umlaufbahn zu verlassen von dem Planeten, auf dem er jetzt ist. Und dann passt er sich meistens der Umlaufbahn der Sonne an. Und von der springt er dann meistens auf die Umlaufbahn von diesem Planeten. Von der Bewegung her im All und so finde ich es tipptopp. Also es ist echt cool. Nett, dass sie da so strikt rüberfliegen, so unabhängig von der Anziehungskraft der Sonne und alles. Ja, das ist schon cool und so. So auf Warp Drive und die ganzen Dinger, da stehe ich eh nicht so drauf. Dann doch lieber so. Kommt mir auch irgendwie realistischer vor. So, naja. Das dauert jetzt noch ein bisschen. Ja, es geht gleich weiter, wenn ich mit dem Commander auf diesem Planeten angekommen bin. Also, bis gleich, Leute. So, da sind wir jetzt auf diesem Planeten angekommen. Wollen wir jetzt mal probieren, ob wir hier ganz normal landen können und wieder alles bauen können. Ich nehme es mal stark an, ja. Wir sind hier jetzt auch direkt neben der Explosion gelandet.
Und ja, mal schauen. Ja, vielleicht landet unser Commander und geht jetzt in Flammen auf. Ich glaub's nicht. Ja, seht ihr? Da wieder alles beim Alten. Wir können den Planeten ganz normal wieder bebauen. Und ja, also wisst ihr jetzt, was es so auf sich hat mit so einer planetaren Annihilation, dass wir da einen Mond auf den Planet schmeißen und der Planet kriegt zwar komplett Schaden, der Orbit auch, also alle Units, die wirklich auf diesem Planeten sind, sind dann tot, nur man kann ihn nachträglich nochmal besiedeln. Das ist dann kein Problem. Und sorry eben nochmal, da habe ich euch was gezeigt, was ihr gar nicht sehen konntet, denn ihr seht ja meinen Mauscursor gar nicht. Das ist mir dann jetzt nachträglich erst aufgefallen. Ich habe ja gemeint, hier neue Version und so, und da ist ein neues Icon. Ich meine eigentlich nur das Icon hier rechts auf der Seite. Das kriegt man jetzt angezeigt, wenn ich mit der Unit, die ich gerade ausgewählt habe, auf den Commander gehe. Dann sehe ich dieses Icon hier und das ist halt so eine ganz, ganz kleine Besserung. Nichts Großes jetzt, aber auf jeden Fall sind sie dran dabei und verbessern das Spiel täglich. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen hier zu dem kleinen Ergänzungsvideo zu meinem Update-Preview. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge zu Planetary Annihilation, eventuell ein Update-Preview oder mein 2-on-2 oder ein 3-on-3. Mal schauen, je nachdem, auf was ich Bock habe. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst Kommentare da, bewertet positiv oder negativ, je nachdem, wie ihr es gefunden habt. Das war's von mir für euch. Euer Big Mongo Styler. Ciao, ciao.